Jo, das Böse begrüßt euch zurück hier bei Terranigma. Ja, erinnert euch daran, was hier im letzten Part alles und jetzt passiert ist. Wir haben eigentlich nicht viel gemacht. Wir sind hier lediglich in der Gegend rumgereist, haben uns Liebe Gita und die Goldküste nochmal genauer angeschaut, damit ihr auch seht, was jetzt hier so passiert ist. Ich muss das mal so kurz ohne im Fels, weil ich glaube, ich habe hier was vergessen. Kann das sein? Ich bin mir gerade unschlüssig. Nee, ich muss doch hier rechts lang. Denn ich glaube, ich brauche 5 Mondsteine. Und nicht 4. Und ich habe erst 4. Bin mir jetzt eigentlich unsicher. Hab ich mit dir schon gesprochen? Ich bin Wissenschaftler. Dieser Platz ist am sichersten. Die Erde ist in großer Gefahr. Wenn ihr aus will, ich Zeuge des Weltuntergangs sein. Willst du mir zuhören? Die Natur wird zerstört. Früher war sie den Menschen heilig. Doch heute kümmert sich niemand mehr um Pflanzen und Tiere. Die Menschen sind größenwahnsinnig und wollen alles beherrschen. Hier könnte der Anfang vom Ende gewesen sein. Das sind meine Gedanken. Ich sah auf diese wundervolle Welt und dachte nach. Dabei wurde ich auf eine Stimme aufmerksam, die meinen Namen rief. Ein älterer Junge wird kommen und einen Stab tragen. Die Stimme sagte, ich solle ihm den Mondstein geben. Es war, als käme mir die Stimme aus der Tiefe der Erde. Nimm diesen Stein, seit meiner Kindheit trug ich ihn bei mir. Evil hält den Mondstein. Tatsächlich, ich hatte noch einen vergessen, nämlich hier am Odemfels. Ich sagte doch, es wird noch wesentlich werden. Jedenfalls haben wir auch in der letzten Folge tatsächlich das Fiebermittel, das wir noch mit uns geführt haben, das wir in, wo haben wir das bekommen? In Ahola? Ich glaube, in Ahola haben wir das bekommen. An den Mann gebracht. Und naja. Die Leute denken nur an heute. Niemand denkt an morgen. Das ist leider oft so. So, aber jetzt haben wir es geschafft, alle Mondsteine in unseren Besitz zu bringen. Ich habe mich also geirrt. Es tut mir leid, es sind keine 4, sondern 5 Mondsteine. Und die werden wir jetzt auch mal direkt ausrüsten und dann geht's weiter direkt zum Dürretal, wo wir nämlich dann die Mondsteine einsetzen sollten. Erinnert euch, da waren wir ja schon mal. Da fahren wir jetzt nochmal hin. Das ist ja gleich hier unten. So gern ich euch hier auch alles immer gezeigt habe, aber irgendwo hat's halt auch seine Grenzen. Ich möchte ja hier irgendwann auch mal weiterkommen. Wir befinden uns immer wirklich tatsächlich auf der Zielgeraden zum Finale hin. Und deswegen hoffe ich, dass ihr das verstehen könnt, dass ich jetzt hier bemüht bin, die Story auch ein bisschen voranzutreiben. Evil lädt den Mondstein hoch. Guck mal, wie lustig das aussieht. Fetzt irgendwie, ne? Wie Augäpfel, die es dann kriegt. Hält den Mondstein hoch, jawohl. Ja. Mit Einsetzen dieses letzten Mondsteins wird was passieren. Was geschehen wird, guckt euch das an. Stille. Das rotierende Viereck ist rosa geworden. Nichts Gutes. Aus dem Nichts ertönt eine Stimme. Sie klingt genau wie die von Evil. Ich werde dir jetzt allerdings etwas anders betonen, ne? Du hast zahlreiche Abenteuer voller Gefahren überlebt. Viele Wunden hast du davongetragen. Doch der Tod besiegte dich nie. Weißt du warum? Weil du der legendäre Held bist. Ich vertrete die Seite des Lichts. Du vertrittst das Schattenreich. Bei Schattenreich muss ich immer so ein bisschen entweder an Illusion of Time denken, da gab es ja auch den Schattengarten, oder die Schattenwelt, wenn wir uns zu Zelda rüber beamen würden. Kommt einem das leicht parallel vor. Ich bin wie du, nur dass du vom Bösen geschaffen wurdest und ich vom Guten. Unser Zusammentreffen war vorbestimmt. Die Wiederkehr Berugas hat die Balance der Erde gestört. Die Zeiger der Uhr der Weltgeschichte zeigen eine Zeit an, die es nicht gibt. Eine Zeit,
die es nicht geben darf. Ich werde dich nun vernichten. Doch du wirst wiedergeboren werden. Was heißt das denn jetzt? Und da sind wir also tatsächlich nun gestorben. Aber keine Sorge, das ist storybedingt, das muss so sein. Ihr werdet auch gleich sehen, warum das jetzt sein musste. Sicherlich ist erstmal der erste Gedanke, wieso, weshalb, warum, tot, what the... Ja. Und nun kommt Kapitel 4 wieder ein bisschen rechtsbündig. Wege des Schicksals. Wieder hört man meinen Stuhl so wunderhübsch, so knarrend, so wow. Aber trotzdem ist es total bequem, so mein Stuhl, auf dem ich sitze. Muss ich sagen, doch, es ist schön. Aber nun guckt hin, was passiert. Ihr werdet nicht damit rechnen. Oh, du bist aufgewacht. Was hast du denn? Seit ich dich im Wald gefunden habe, hast du noch nie so laut geschrien. Macht dir irgendetwas Angst? Weißt du, du erinnerst mich an jemanden, den ich einst kannte. Deshalb gab ich dir auch seinen Namen. Evil. Sicher hast du Hunger. Ich hole dir etwas. Töte ihn. Ich befehle es. Deshalb sandt man dich aus Krista in die Oberwelt. Tu es. Nun, da das Baby wehrlos ist, zögere nicht. Sie hat jetzt also wirklich das Baby genommen. Und beabsichtigt also, es zu töten. Wir wurden wiedergeboren und sie versucht gerade, uns zu töten. Ihr seht doch schon die Färbung von diesem Ganzen hier. Nanu, was ist passiert? Vielleicht könnt ihr euch denken, wo sich das hier gerade abspielt. In welchem Ort. Aber das werdet ihr gleich noch erfahren. Ein Baby kann doch nicht einfach verschwinden. Evil? Evil, wo steckst du? Ihr seht schon, unsere Oberwelt Melina ist besorgt. Melina, worauf wartest du? Töte das Baby endlich. Vergib mir. Bist du in Ordnung? Wer bist du? Du siehst aus wie ich? Wer bist du? Und was machst du mit dem Baby? Vermaledeit, was tut sie hier? Melina, beseitige auch dieses Mädchen. Was? Dieser Sound ist wieder sehr vertraut für uns. Evil, wach auf! Ich bin es, Lord Kumari. Hörst du mich? Die Lebewesen der Welt warten sehnsüchtig auf dein Erwachen.
Hör mir gut zu. Ich bin Ra. Kannst du mich hören, Evil? Die Erde weint. Rette diese Erde, wie du mich vor dem Gift gerettet hast. Ich bin es, Liam. Hörst du mich? Die Erde ist auf dem falschen Weg. Die Tiere änderten sich nicht, jedoch die Menschen umso mehr. Du hast mir Mut gemacht. Gib auch dieser Welt neuen Mut. Ich bin Dumba. Der Himmel weint bittere Tränen. Wir wollen doch nur unsere Bahnen am Himmel ziehen. Hast du all ihre Stimmen gehört? Du kannst jetzt nicht mehr mit ihnen reden. Doch sie sind bei dir. Evil, erhöre uns. Alle Lebewesen warten darauf, dass du erwachst. Diese Szene jetzt hier gerade erinnert mich so ein bisschen an den ersten Film von Pokémon. Da gibt es ja eine so eine gewisse Szene ganz am Ende. Mit Tränen und so. Und jetzt hören wir diese wunderschöne Musik, die wir am Anfang immer gehört haben, als wir die Kontinente wieder an die Oberfläche geholt haben. In den einzelnen Türmen. Ja, wir sind schnell groß geworden. Oh nein, Hester wacht. Die Vertreter von Licht und Schatten sprachen, als sei er ihr Retter. Der Weise aus Krista befehligte mich. Töte Evil, wenn er Beroga wiederbelebt hat. Ich war überzeugt davon, dass es dir gelingen würde, Evil. Wenn ich dich vernichte, kann es nichts mehr aufhalten. Ragnara wird für die Wiedergeburt der Hölle sorgen. Ragnara? Genau. Die Menschen nennen ihn den Teufel. Also, Melina, töte ihn. Evil wird nicht den Mut haben, sich zu wehren. Lass uns diesen Ort verlassen. Evil, endlich sehe ich dich wieder. Ich habe dich nie vergessen. Doch nie hätte ich gedacht, dass wir uns so wieder treffen. Ich erhielt den Auftrag, eine Person der Oberwelt zu töten. Doch ich wusste nicht, dass du es bist, Evil. Du nutzloses Ding. Genug, ich werde ihn töten. Fluffy, was sagst du da? Du warst so lange mein Gefährte. Evil, du verstehst wohl immer noch nicht. Du wurdest nur benutzt, Evil. Nicht mehr als eine Marionette. Verabschiede dich für immer. Ich muss meinen Auftrag ausführen. Fluffy löst ein Erdbeben aus. Evil ist bewegungsunfähig. Dies ist dein Ende. Halte ein! Wir gehören nicht in diese Welt. Unser Tun ist Unrecht. Lass uns wieder in unsere Welt zurückkehren. Evil, rette die Menschen der Oberwelt. Zerstöre das Böse. Bewahre die Welt vor ihrem Schicksal. Ehe ich mich zerstören, ich kann doch da nichts für. Melina, was tust du halt? Ich werde dich immer lieben. Oh, wie romantisch. Leb wohl, Evil.
Melina. Melina hat richtig gehandelt. Doch warum musste es so weit kommen? Wäre das alles nie passiert, wenn ich die Truhe nicht geöffnet hätte? Doch es war meine Bestimmung, es zu tun. Ich war nur ein Spielball der dunklen Macht. Doch ich bin ein Wesen aus Fleisch und Blut. Mit Empfindungen. Nun werde ich mich gegen die Macht wenden, die mich schuf. Das Böse soll nicht auf Erden regieren. Ich verstehe das alles nicht. Wir sind nur Schachfiguren bei einem Spiel der Mächte, Evil. Keine Angst. Wir haben immerhin noch uns. Doch werde ich dir jemals die andere Melina ersetzen können? Oh, das ist gemein. Weil sind wir ehrlich, die Unterwelt Melina kennen wir aus früheren Zeiten. Die ist also eigentlich immer in unserem Herzen gewesen und dann später haben wir ja die Oberwelt Melina kennengelernt, die wir dann ja mit dem Porträt damals zum Sprechen gebracht haben, weil Mylin ja ihre Kräfte angewendet hat, um diese Illusion zu erschaffen, dass ihre Eltern wieder da wären. Und seitdem haben wir sie ja eigentlich ständig begleitet. Es hat sich jetzt ja alles darum gedreht, dass wir die Oberwelt Melina immer beschützen. Auch Feider war ja dafür da, Melinas Wohl zu sichern. Und eigentlich muss man ehrlich sagen, jetzt die Oberwelt Melina hat sich ja auch für uns aufgeopfert. Sie hat uns da im Wald gefunden, warum auch immer, dass ausgerechnet sie uns dort gefunden hat. Schicksal, man munkelt. Jedenfalls ist das hier eigentlich Kindheit, Jugend, was auch immer. Und das ist eben jetzt passiert. Es ist schwer zu sagen, wen man jetzt liebt. Ich persönlich entscheide mich jetzt für die Oberwelt Melina. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Und mal gucken, was hier jetzt passiert. Was du mir gerade sagtest, macht mich glücklich. Doch lange Zeit lebte ich zusammen mit Melina und Christa. Viele Erinnerungen an diese Zeit trage ich noch in meinem Herzen. Diese Melina opferte sich, um mich zu retten. Tut mir leid, doch ich kann im Moment an niemand anderen denken. Wundert mich, weil ich habe mich gerade für die Oberwelt Melina entschieden, nicht für die Unterwelt Melina. Du hast recht. Tut mir leid. Ja, ich muss dir etwas erzählen. Es gibt hier eine alte Sage. Sie berichtet von einem Helden, der das Böse aus dieser Welt vertreiben wird. Dieser Held bist du. In dieser Truhe sind die Waffen des Helden. Ich glaube, dass Columbo sie auf seiner Reise fand. Er versteckte sie, damit sie nicht in falsche Hände geraten. Die Dorfbewohner waren die Hüter dieser mystischen Waffen. Deshalb wurde das Dorf zerstört und Columbo gequält. Die Seelen der Dorfbewohner verwandelten sich in Wölfe. Sie haben diese Waffen mit ihrem Leben verteidigt. Nutze sie, Evil. Berühre nun die Truhe. Heureka, ist der Held endlich aufgetaucht? Das lange Warten hat mich ermüdet, mein Körper ist schwach. Du brauchst nicht zu sagen, ich weiß, dass du der wahre Held bist. Evil, dieses Ding wollte dich einmal töten. Nein, das war der andere Fluffy. Ich bin der Fluffy dieser Welt. Hey, keine Zeit für Plaudereien. Mit den Waffen des Helden müssen wir Beruga beseitigen. Während wir reden, könnte irgendwo eine Stadt sterben. Evil Held, Terra-Lanze. Evil Held, Enigma-Panzer. Darauf nehme ich gleich nochmal Bezug.
Ja, Terralanze, Enigma-Panzer. Vielleicht ist euch an diesen Namen jetzt was aufgefallen. Ich habe ja schon mal euch erklärt, wie sich Terranigma zusammensetzt. Nämlich aus Terra, Erde, und Enigma, Rätsel. Und das kommt jetzt hier drin vor. War im Besitz großer Helden. Ja, hier ist es jetzt Elfenbeinlanze, aber es ist die Terralanze, wie gesagt. Natürlich möchte ich es anwählen. Das ist die ultimative Waffe dieses Spiels. Und der Enigma-Panzer ist die finale Rüstung, die wir hier erhalten. Und das ist auch die stärkste, die es überhaupt gibt. Seht ihr mal, alles ist ausgefüllt hier. Eine Rüstung für echte Helden. Ja, denn wir möchten natürlich auch den Enigma-Panzer ausrüsten. Das Problem ist hier jetzt allerdings, dass unsere KP ein bisschen runtergehen. Aber nur gut, da muss man dann halt Abstriche machen. Dafür ist die Panzerung aber enorm gut. Geh nun, bekämpfe die Inkarnation des Bösen. Ich werde hier auf deine Rückkehr warten. Vielleicht habt ihr ja mittlerweile eine Ahnung, wo wir uns überhaupt befinden. Ich hatte das ja mal in den Raum gestellt. Na, kommt die Erinnerung langsam? An welchem Ort wir uns hier befinden? Evil, pass bitte auf dich auf. Spätestens wenn wir hier rausgehen, werdet ihr wissen, wo wir uns hier befinden. Können wir das jetzt hier endlich mal essen? Nein. Genau, wir befinden uns hier in Storkholm. Piep, piep. Huch. Dieser Vogel scheint einen Brief im Schnabel zu haben. Evil liest den Brief. Ich bin Mayo und schreibe aus Sibirien. Evil, wusstest du, dass Neo Tokyo zerstört wurde? Ein Virus namens Asmodeo löste die Katastrophe aus. Wir müssen Beruga das Handwerk legen. Oder die Welt geht unter. Lord Kumari hat einige Landsleute um sich versammelt. Wir ziehen zum Laborturm in Ostsibirien, um Beruga zu stoppen. Das sind die mutigen Kämpfer. Fider, die Lady mit dem Schwert. Roy, der frühere Söldner. Und meine Enkelin Mylin. Evil, wenn du diese Zeilen liest, dann eile uns zu Hilfe. Wir treffen dich am Laborturm in Ostsibirien, Mayo. Trellerö. Vielen Dank. Ich befürchte, ich glaube, wir müssen jetzt hier nochmal durch den Norfesterwald. Ja, müssen wir. Ist natürlich ein bisschen ungünstig, aber nun gut. Daran soll es ja hier nur wahrhaftig nicht scheitern. Ich meine, ihr seht ja, die Gegner stellen überhaupt gar keine Probleme für uns dar hier. Das ist nun überhaupt gar kein Thema. Und wir verdienen nochmal ein bisschen Geld. Ich weiß gar nicht, ob wir das noch irgendwie brauchen. Denn so lange geht das Spiel, wie gesagt, nicht mehr. Wir machen uns jetzt also auf den Weg. Und wollen natürlich Beruga das Handwerk legen. Im ersten Moment möchte man natürlich meinen, dass Beruga nun der große Widersacher ist, den wir hier haben. Aber ihr werdet sehen, was es mit Beruga eigentlich noch so auf sich hat. Und überhaupt, was uns noch so erwarten wird. 1000. Moment, war das jetzt falsch? Oh Gott, ich hasse es. Den Weg jetzt hier wieder durch den Norfesterwald zu finden, das wird ausgesprochen lustig. Aber das hier war er definitiv nicht. Von oben bin ich gekommen, ne? Muss ich denn jetzt hier lang? Das ist... Bin ich von hier gekommen? Oder was ist das hier? Braucht ja auch nicht jeden Gegner eigentlich kaputt hauen, weil die geben mir jetzt für den Augenblick nicht so wirklich viel Erfahrung. Ja, hier sind wir, glaube ich, richtig. Also zumindest in der Gegend, weil hier ist es dunkel. Es gab ja mal diese dunklen Passagen,
im Norfesterwald, die wir ja auch lang mussten. Brücke, ja, genau. Hier ist es eigentlich egal, wo wir jetzt langlaufen. Ich würde mich auch wundern, wenn wir hier jetzt nochmal ein Level up hätten, weil, ihr seht ja schon, dass die Gegner uns hier jetzt nicht wirklich viel abverlangen. Da würde mich das doch sehr wundern. Oh, Mensch. Orientierung ist hier mal wieder überhaupt nicht gegeben bei mir. Muss ich hier nicht lang? Nee. Geh hier mal nach links. Nee, von hier komme ich. Moment, Brücke. Nee, okay, das ist ein anderer Abschnitt. Na, ich muss mir das erstmal wieder ins Gedächtnis rufen. Ich war jetzt länger nicht in diesem Wald. Wisst ihr ja, also wenn ihr das Let's Play verfolgt habt, dann wisst ihr ja, wo ich mich so rumgetrieben habe in der letzten Zeit in diesem Spiel. Nämlich definitiv nicht hier. Nicht im Norfesterwald, weil wozu, brauchten wir ja nicht. Wurde geröstet. Naja, ist gut, besser, immer noch besser, als mit einem Fluch zu belegt zu werden, weil der würde für uns ja nun mal tödlich enden. Rechts lang. Aber ein gutes Herz, wir können so nochmal schöne Musik hören. Denn die Musik, die wir hier hören, finde ich persönlich super. Wisst ihr ja schon, das habe ich ja erwähnt an der Stelle. Aber auch in Eklimata fand ich das ja super. Aber das habe ich euch ja alles eigentlich schon erklärt, erzählt, wie auch immer. Schon wieder geröstet. Mann, 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 ich stelle mich hier gerade wieder an, das ist der Wahnsinn. Auf einer Seite freue ich mich auch, dass ich das Spiel durch habe bald, und auf der anderen Seite bin ich ja traurig, kann man das auch nicht nennen. Boah, hatten wir nicht irgendwie einen Zauber oder sowas? Wenn ich jetzt hier wenig Lust, mich jetzt hier noch ewig durch die Gegend zu katapultieren. Zauberschatulle. Ja. Flora-Zauber. Halt. Ermöglicht Flucht. Dann seht ihr wenigstens einen Zauber mal. Schaffen wir es dann jetzt hier mal auf die Karte und bitte nicht wieder nach Stockholm. Super, vielen Dank. Genau das wollte ich nämlich. Jetzt suche ich einen Ort zum Speichern. Damit wir dann im Anschluss in der nächsten Folge dahin können. Zu Beruga. Ja, Loa. Hier ist das Inn. Sehr schön. Und an dieser Stelle sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn ihr wollt. Tschö mit Ö und Tüdelü.